Jetzt gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja gesagt, heute wollen wir euch neue Sachen vorstellen, Sachen, die wir entsprechend auf unserem großen Launch-Event letzte Woche schon in New York vorgestellt haben, heute mal im Detail erläutern. Murat, du hast dort ein paar kleine Folien vorbereitet, da wollen wir nicht zu tief in PowerPoint reinsteigen, auch wenn es die Marketing-Kollegen immer gerne nutzen, aber lass uns doch wirklich mal durch die Neuerung hier durchklicken. Das Wichtigste ist, dass wir mal im Vorfeld darstellen, unter welcher Prämisse eigentlich Stock benötigt wird und warum wir sozusagen so viel Wert darauf legen, Adobe Stock dahingehend zu gestalten und auszubauen, wie wir das vorhaben. Dazu vielleicht ein paar eingehende Gedanken zum allgemein besseren Verständnis. Das Stichwort hier ist Content Velocity, das heißt, wir reden dabei über die Beschleunigung der Medien durch die Digitalisierung im Internet und zum Beispiel über Social Media. Das heißt, die kreativen Produzenten, zum Beispiel jetzt in unserem Fall Hauptzielgruppe Designer, aber auch Menschen in Zeitschriften, in Verlagen oder in Marketingabteilungen, müssen unter einem immens gesteigerten Zeitdruck immer mehr kreative Produkte, kreativen Content produzieren. Und da stellt sich für Sie die Frage, wo bekomme ich den Content A her, den passenden Content, B, wie steigere ich meine Kreativität, wie komme ich also schneller zum Ziel? Und das Dritte ist natürlich, was war das Dritte? Wie kann ich entsprechend schnell und genau, relevant die Sachen nutzen? Genau, genau. Und wie finde ich die Sachen? Genau. Wie kann ich sie auch nutzen? Genau, wenn der Content immer mehr wird, wie finde ich die Bilder schnell? Ja, so. Ich glaube, Content Velocity, das ist so ein Buzzword, was wir heute immer wieder sehen und was durch die Medien rauf und runter geht. Ja. Ich würde sagen, bei der Stockfotografie haben wir eigentlich diese dritte große Phase. Die erste war tatsächlich Beginn des Zeitungsdrucks 1895, wo man auf einmal Bilder auf Lager haben musste. Dadurch ist, glaube ich, das Thema Stock überhaupt entstanden. Dann wahrscheinlich die digitale, ganz so früh, genau. Die digitale Stockfotografie. Genau, die ist etwas mehr als 10 Jahre alt. Ja. Genau, und jetzt tatsächlich, wo wir auf einmal gar nicht mehr über das Medium selber reden, die Stockfotos, sondern um den Bedarf sozusagen genau. Also das ist viel mehr sehen. Ja, die Frage, die sich stellt, ist einfach gar nicht mehr, was ist das Medium, sondern welche Art von Content hilft eigentlich dem Designer dabei oder dem Kreativen dabei, super schnell sein Projekt umzusetzen. Weil am Ende des Tages müssen alle ihre Zielgruppe erreichen und die Zielgruppe konsumiert eben auch schneller. Gut, was macht Adobe hier anders? Wir haben ja auch den schönen Slogan, der gefällt mir gut, auch wenn ich ihn anfangs ein bisschen provokant fand, aber inzwischen habe ich mich da wirklich zurechtgefunden. Adobe Stock ändert alles. Was ändert sich am Markt? Der Arne hat es gerade schon erwähnt, Adobe ändert auf einmal das Spiel. Ich kannte das Spiel früher zu wenig, vielleicht kannst du dazu ein bisschen mehr sagen. Ja, das Ding ist das, dass wir einfach sagen, wir versuchen die verschiedenen Elemente, die verschiedenen Facetten, die da reingehen, jede für sich zu optimieren und zueinander zu bringen. Das ist so, dass wir sagen, wir wollen mit Adobe Stock einen Marktplatzgedanken vertreten, der sich grundsätzlich von dem unterscheidet, was eine klassische Bildagentur ist oder eine klassische Stockfoto-Webseite. Adobe Stock ist nicht der Versuch, eine weitere Stock-Webseite zu etablieren, sondern es ist ein kreatives Ökosystem im Herzen der Creative Cloud. Und ich denke, darüber sollten wir jetzt mal ein bisschen sprechen. Schauen wir mal im Detail drauf. Ja, wie gesagt, das können wir eigentlich relativ kurz halten. Unser Ziel ist es, den führenden, umfassendsten, kreativen Marktplatz für Stockmedien zu bauen im Herzen der Creative Cloud und dann gepowert von Adobe Sensei, unserer künstlichen Intelligenz. Genau, Adobe Sensei beleuchten wir gleich noch ein bisschen. Genau, da haben wir einen Experten mit dabei, genau, der uns dazu vielleicht so ein paar Hintergrundinformationen noch geben kann, was sich dahinter verbirgt, genau, dass es halt nicht nur Marketing-Buzzword ist, sondern dass sich da tatsächlich schöne neue Technologien verbergen. Die Frage, die sich viele stellen, was bedeutet das eigentlich für mich, was Sie da gerade bauen? Und wir haben gerade über drei Bereiche gesprochen und die versuchen wir jetzt mal kurz miteinander in Beziehung zu bringen, damit sich da einfach ein komplementäres Bild ergibt. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Bedarf an außerordentlichem Content. Das heißt, wir sind sehr, sehr bestrebt, diese Content-Vielfalt herzustellen, sie auch zu vergrößern, in der Breite wie in der Tiefe, international, thematisch, zeitgemäß, trendig, als auch lokal relevant. Das heißt, wir versuchen aus drei Bereichen, einmal über unsere große Contributor-Community, die schon seit Jahren dabei ist, immer wieder zeitgemäße Contents zu bekommen und unsere Fotografen, wie der Anna das gerade beschrieben hat, sind ständig dabei, Trends zu analysieren. So, das ist eine Zahl, die ist weit über 100.000. Dann haben wir, was für uns sehr, sehr vorteilhaft ist, natürlich dadurch, dass unter den Creative Cloud Kunden und Nutzern sehr, sehr viele Profis sind, die selber permanent produzieren, bekommen wir ziemlich viel Content von Leuten, die bis gestern gar keine Kontributoren waren. Außergewöhnlich professionelles Material.
Das dritte ist, wir gehen strategische Content-Partnerschaften ein, um eine einzigartige Kollektion aufzubauen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie bekommen wir nun all dieses Mehr an Content sortiert? Wie kommt der Kunde, was wir gerade gesagt haben, schneller zum Ziel, obwohl gleichzeitig der Content-Berg wächst? Hier bringen wir klassisch Adobe Magic rein. Wir gehen gleich drauf ein mit Adobe Sensei, das ist unser Innovationsmotor, bringen wir künstliche Intelligenz und Maschinenlernen rein, um bei der Suche zu helfen. Wir werden gleich Beispiele dazu sehen. Aber um es kurz zu machen, wir glauben, dass wir die Suche nach Content und die Arbeit nach Content ernsthaft revolutionieren können. Das ist unser Ansatz. Und der dritte Punkt ist natürlich, was uns grundsätzlich unterscheidet von einer klassischen Bildagentur, ist die Integration. Es ist eine native Integration, tief integriert in alle Creative Cloud-Applikationen, Programme, über alle hinweg, immer synchron die Dateien. Jederzeit kann ich etwas bearbeiten, du, mein Kollege, kannst es nutzen. So, und wir bekommen dadurch einen immensen Effizienzvorteil hin. Bis zu 10-mal schneller kann ich arbeiten bei bestimmten Arbeitsschritten. Für Leute aus der Praxis, Grafiker, Werbeagenturen ist das ein immenser Vorteil. Das werden wir uns auch nachher anschauen. Das schauen wir uns an. Profis da haben im Bereich von Photoshop, im Bereich von InDesign, von Illustrator und von Premiere. Genau. Und was, glaube ich, noch wichtig ist, das ist, glaube ich, die nächste Folie. Ich glaube, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, was meines Erachtens nach wirklich fundamental ist: Adobe ist ein wahnsinnig innovatives Unternehmen. Jeder Zweite bei uns arbeitet in der Entwicklung. Das heißt, wir können auch mal Ideen ausprobieren und sie verwerfen und wir können ganz viel verbessern, was schon da ist, und wir können eigene Wege suchen. Dieses Slide kann ich jetzt gar nicht in seiner Gänze erklären, aber einfach nur, um klarzumachen, was passiert ist seit der Akquisition von Fotolia im Januar 2015, hat Adobe, damals konnte ich noch sagen, wir uns glücklicherweise akquiriert. Für uns ist damit ein Traum wahr geworden. Aber nicht, wie gesagt, um eine weitere Stock-Webseite Adobe zu branden oder ein weiteres Produkt auf den Markt zu führen in einem ohnehin umkämpften Stockmarkt, weil da ist Fotolia perfekt vertreten. Um zu sagen, wie präsentieren wir eine Lösung, die dem Adobe-Mantra gerecht wird, nämlich die Workflows von Kreativen per se zu verbessern. Und in der kurzen Zeit, das ist jetzt genau 2 Jahre her, haben wir die Integration über alle Creative Cloud Apps hinwegbekommen. Wir haben eine Premium-Kollektion gelauncht aufgrund der Feedbacks unserer Kunden, die gesagt haben, wir brauchen Premium-Contents für Premium-Produkte. Wir haben strategische Content-Partnerschaften geschlossen, um sie jetzt mal aufzuzählen, IAM 500 PX Pond 5. Und wir haben Machine Learning reingebracht. Dann haben wir gesagt, wir haben für die Kunden die Workflows optimiert und machen das auch weiterhin. Was können wir eigentlich für die Fotografen tun? Machine Learning ist, was Arne gerade demonstriert hat, bei Auto-Keywording reingekommen für die Fotografen. Auto-Kategorisierung für die Fotografen. Wir haben den Upload nicht nur über das neue Portal ermöglicht, sondern raus aus Lightroom und raus aus Bridge. Und jetzt für die Videografen, unser schnellstes wachsendes Segment ist Videografie. Wir reden alle immer nur über Stockfotografie, das entspricht einfach nicht mehr der Realität. Haben wir den Upload raus aus Premiere CC gemacht und für die Mobile-Fotografen aus Photoshop Mix. Und ihr könnt sicher sein, dass wir noch weitere Apps in die Lage versetzen werden, Uploads zu machen. Das heißt, ich hätte da noch ein paar Ideen. Ja, aber ganz kurz, in 2 Jahren von 40 auf 90 Millionen Bilder, aktuell 92 sogar, damit die schnellst wachsende Und wie du es gesagt hast, schnellst wachsendes Stock-Angebot. Wir reden ja nicht nur über Fotos, das war das, wo ich früher mal drüber nachgedacht habe. Wenn ich über Stock nachgedacht habe, hatte ich mal Fotos im Kopf. Aber wir reden tatsächlich über Fotos, wir reden natürlich über Grafiken, Vektoren, wir reden über Videos im Full-HD- und 4K-Format. Aber wir reden vor allem, wir reden über Vorlagen. Wir haben Photoshop-Templates, InDesign-Templates, und wir haben Illustrator-Templates. Und ich warte auf Templates auch für andere CC-Produkte. Nicht nur du. Würde mich auch sehr interessieren. Wir haben 3D. Ja. Wir haben, da kommen wir jetzt gleich dazu, ganz neu eine Editorial Collection. Und wir haben eine Premium-Kollektion, die permanent wächst. Und so langsam nähern wir uns auch jetzt den Neuerungen zu. Und ich glaube, jetzt... Ich muss darauf eingehen, weil die Frage sehr offen kommt. Ja. 3D-Assets ist das, was hier zwar beschrieben wird, aber oftmals das, was bei den Präsentationen untergeht. Wir haben tatsächlich hier 3D-Objekte und Materialien, die ihr nutzen könnt in Photoshop, aber auch in Cinema 4D, das heißt in anderen Tools, die nicht von Adobe sind, oder in unserem neuen Project Felix, was wir auf der Max letztes Jahr für Designer vorgestellt haben. Das heißt, auch ein interessanter Punkt, wo man mal anfangen könnte, klassische Fotografie zu mischen mit 3D-Elementen. Ich glaube, ja, und richtig spannend wird es, wenn wir dann auch
der Community, der Kontributoren, derer, die anbieten, dann die Möglichkeit, wir arbeiten daran, die Möglichkeit schaffen werden, Vorlagen und 3D-Assets auch reinzuspielen. Momentan haben wir das mit von uns kuratiertem Content gemacht, aber auch in die Richtung werden wir die Programme öffnen. Das heißt, es ist super spannend und sowohl Kunden als auch Fotografen sollten sich mal die Bandbreite anschauen, Fotografen, um sich mal zu orientieren. Und Kunden, weil es eine außergewöhnliche Bandbreite, die da gerade entsteht, Signature-Content noch und nöcher in einer selten gesehenen Bandbreite. Wenn wir über die Kollektion reden, ist ja bis jetzt so gewesen, dass wir bei Adobe Stock eine komplett Commercial Collection, wie man so schön sagt, hatte. Das heißt, wenn ich nach weißes Haus gesucht habe, bekam ich entsprechend ein Fachwerkmusterhaus gezeigt in weißer Farbe, aber nicht das weiße Haus. Was haben wir da gemacht, Murat? Das ist relativ einfach. Stockfotografie hat sich heute oder bis vor kurzem eigentlich an 2, 3 Prämissen orientiert. Sie musste generisch sein, sie musste austauschbar sein und sie hat anonyme Menschen bei Handlungen abgebildet. Was kein Nachteil ist, sie wird für Werbung verwendet. Und genauso ist der Bedarf eben da, und das hören wir von Kunden, zum Beispiel ganz oft von Verlagen oder auch in der Corporate Publishing Welt, dass man auch Zeitgeschehen dokumentieren will. News Content will man haben, Sportereignisse will man haben. Man will sehen, welcher Sänger wann wo auf der Bühne war. Und darüber sollten wir jetzt noch mal ganz kurz reden mit unserem ersten Update, das wir jetzt präsentieren werden. Wir haben letzte Woche im November letzten Jahres angekündigte Kooperation mit Reuters. Das ist das Schwergewicht im Nachrichtengeschäft, angekündigt und letzte Woche verfügbar gemacht. Das heißt, unsere Kunden sind jetzt imstande, über unsere Webseite und über die Creative Cloud Programme auf momentan 12 Millionen redaktionelle Bilder und über 300.000 Videos von Reuters innerhalb Adobe Stock zuzugreifen. Wir haben da eine kleine Zusammenstellung mal in einem kleinen Videoclip, aber vielleicht kannst du uns, während wir uns den Clip anschauen, kurz sagen, was ist hier sozusagen das, was diese Bilder ausmacht? Wo ist hier der wichtige Unterschied? Nein, der wichtige Unterschied ist der, da muss man als Fotograf zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Hier sehen wir gerade, glaube ich, Gezi Park. Das wird eine Messe gewesen sein, Kim Kardashian, nehme ich mal an, bin nicht so der Fachmann. Politische Ereignisse, Dalai Lama, das heißt Zeitgeschehen für Nachrichten, für zum Beispiel, wie gesagt, Corporate Publishing, redaktionelle Beiträge. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Content einen ganz konkreten, zeitlich zu verortenden Event abbildet, hier wie die Wahl in den USA. Ja, das ist eigentlich der Unterschied. Was kann ich mit diesen Inhalten machen? Darf ich tatsächlich das Foto einer gewissen Persönlichkeit auf der Cornflakes-Packung machen? Nein, das geht nicht. Ich darf natürlich alles machen, außer klassische Werbung. Die Bilder sind auch dahingehend gekennzeichnet. Mit Editorial kann ich tatsächlich redaktionelle Beiträge machen, Nachrichtensendungen machen, online, offline, alles. Aber auch Fachbücher alles. Oder natürlich, Fachblogs? Ja, nur keine klassische Werbung. Okay. Okay. So, und der Launch der Reuters-Kollektion ist gleichzeitig auch der Launch der Editorial Collection. Und das ist für uns natürlich etwas ganz, ganz Besonderes, weil wir damit uns in gänzlich neue Gebiete und in neue Märkte vorwagen, fortbewegen. Ich will jetzt nicht sagen Neuland, weil die Kunden kennen das schon, aber wir hören sehr oft, könnt ihr uns nicht dieses und jenes anbieten. Und auf unserem Weg zum Shop ist das für uns eine wahnsinnig interessante Ausbreitung des Contents. Und ich denke auch ein immenser Mehrwert für die Kunden. Wir haben noch ein Update dazu, das können wir relativ kurz machen. Wir werden in Kürze auch eine Kollektion von USA Today Sports Images aufnehmen. Hier geht es um Sport, News und Entertainment Content aus aller Welt, die, wie hier dran steht, 10.000 Events im Jahr dokumentieren. Und diese ganzen amerikanischen Highlight-Events sind dabei, wie NFL, NBA, ganze Sportligen. Das kommt in Kürze. Und ein sehr wichtiges Update, eins, was mich besonders freut, weil wir ganz, ganz viel auch heute über Bildsprache sprechen werden. Zeitgemäßer, trendiger, authentischer, glaubhaft wirkender, aber dabei kommerziell nutzbarer Content ist exakt das, was die Kunden wollen. Unsere Premium-Kollektion wächst ständig und wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass wir letzte Woche Stocksy in unsere Premium-Kollektion aufgenommen haben. Dazu sollte man wissen, Stocksy ist eigentlich ein Zusammenschluss, ein Agenturzusammenschluss aus Fotografen. Das heißt, eine Kooperative. Ja, ja, ja. Das heißt, sie hatten eigentlich mit dem Thema Fotos verkauften als Stockmedien in der Vergangenheit gar nichts zu tun. Doch, die verkauften schon ihren Content, aber sie wollten ihn nicht über Distributionspartner verkaufen. Also sie wollten nicht in dieses Agenturgeschäft eintreten, außer das, was sie selber kontrollieren. Und die Fotografen, die bei Stocksy vertreten sind, sind alle Teilhaber auch von Stocksy so gesehen. Was uns besonders freut, ist, der Stocksy-Content ist sehr, sehr gut. Er ist außergewöhnlich zeitgemäß. Wollen wir uns da auch mal ein Video machen? Machen wir.
Und was bezeichnend ist und sehr, sehr cool ist einfach, dass Stoxy zum ersten Mal mit Adobe überhaupt eine Distributionspartnerschaft gemacht hat. Sie haben bisher, wie gesagt, davon Abstand genommen. Aber man sieht schon, was diesen Content auszeichnet. Er ist phänomenal trendy und auch edgy dafür, dass er für Stock produziert wurde. Und er sieht eben nicht so aus wie das, was ganz, ganz viele Kunden mit Stock verbinden. Und das ist auch uns persönlich ein großes Anliegen und ein Vehikel dafür ist die Premium Collection, weil immer mehr Kunden natürlich sagen, Stock ist cheesy, Stock ist immer gleich. Das ist natürlich von der Oberfläche betrachtet so und jedes Jahr, ich habe es vor kurzem wieder gelesen, auf der T3N wird dieselbe Sau durchs Dorf gejagt, dann macht man sich wieder lustig über Photoshop-Fails und man macht sich lustig über cheesy Stockfotos hin und her. Man gräbt halt immer wieder Bilder aus, die 10 Jahre alt sind. Die Bildsprache hat sich so derartig geändert und Stocks ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Die Videos findet man auch nochmal bei uns auf dem Blog bzw. auf den Kanälen, dann auch mit schönem Sound hinterlegt. Wer sich gewundert hat, dass die Bilder gerade so durchrattern, schaut euch das nochmal mit Ton entsprechend im Nachgang an. Wir versuchen aber auch gerade Zeit gut zu machen. Aber so. Das schaffen wir doch auch.